Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Paper Mario und zwar zum Reloaded. Ja, ich werde das Spiel nochmal Let's Play nach diesem Let's Play hier. Und zwar mit Texture Pack. Es gibt so einen Typen namens Master Killua, der macht so ein geiles Texture Pack. Gerade, also checkt den auf jeden Fall mal aus, aber der braucht noch ein bisschen. Damit das fertig ist und warum war Mario gerade schwarz? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh Gott, für mich ist es mega laut hier, aber ich hab's bei euch runter geregelt. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt rein und let's go. Ich hab vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder so schon mal ein Let's Play angefangen, nie zu Ende gemacht und jetzt mache ich ein Reloaded mit Facecam. Und dann starten wir direkt mal. Das hier ist das Menü, wer mein altes Let's Play nicht gesehen hat. Hier kann man zwischen Mono und Stereo wechseln, aber ich denke, Stereo ist erstmal die Wahl quasi. So, wir nennen die Spielfile. Wie kann man nochmal größer machen? Achso. LP. Ja, einfach LP. Okay. Mit Spiel beginnen. Im Hause Mario. Die Post ist da. Ich frage mich gerade, warum das Spiel in so einem komischen Fenster ist. Auf einmal. Hey Mario, Prinzessin Peach hat uns geschrieben. Ich lese dir den Brief vor, okay? Also gut, mal sehen. Ich gebe heute in meinem Schloss einen Empfang. Mario und Luigi, es wäre mir eine Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Viele Gäste aus nah und fern hoffen auf euer Erscheinen. Ein prächtiges Bankett und allerlei Unterhaltung erwarten euch hier. Eure Peach. Prinzessin Peach, wollte ich was sagen. Okay. Das Spiel ist immer noch in so einem komischen Fenster. Wir warten erstmal. Was für ein Schloss. Ich kann mich nicht daran satt sehen. Offenbar sind die meisten Gäste schon eingetroffen. So, jetzt können wir uns bewegen. Aber jetzt schaue ich nochmal kurz. Bis gleich. Ich konnte es jetzt leider nicht fixen. Ich habe für mich nochmal das Audio-Problem behoben. Aber muss man halt mitleben, ne? Also, in der Wii U-Version ist der Kasten quasi noch ein klein bisschen kleiner. Ich versuche vielleicht beim nächsten Mal meine Facecam separat aufzunehmen und dann in der Nachbearbeitung dieses Fenster hier nochmal zu strecken. Aber wir sind jetzt hier in Peach Schloss und können jetzt hier mit etlichen Leuten reden. Willkommen im Peach Palast! Okay. Hier ist noch so ein... Oh, sehr gegrüßt, Mario. Hast du schon Frosty kennengelernt? Er ist den weiten Weg von der Biberregion im hohen Norden hierher gekommen. Interessant. Prinzessin Peach ist genauso großzügig und warmherzig, wie man es sich erzählt. Die anstrengende Reise hat sich wahrlich gelohnt. Mario, bitte besuche uns eines Tages. Du bist uns jederzeit herzlich willkommen.
Okay, die kommen anscheinend aus der Biber-Region oder so. Hey, Mario, ich hoffe, du hast ordentlich Appetit mitgebracht. Es gibt jede Menge gutes Essen hier. Ich hab wohl schon zu heftig zugeschlagen. Ich werde ein kleines Päuschen einlegen. Nun, das sollte reichen. Ich bin schon wieder hungrig. Stürmt das Buffet? Alles klar. Wir können uns hier nur sehr langsam bewegen aus irgendeinem Grund. Aber wir haben unsere Spin-Fähigkeit schon quasi. Das ist, um sich schneller fortzubewegen hier. Prinzessin Peach freut sich schon den ganzen Tag auf dein Kommen, Mario. Sie ist völlig aufgekratzt. Hihi, wie süß. Und was sagst du? Oh, willkommen, Mario. Der letzte Empfang war einfach umwerfend. Oh, übrigens, Prinzessin Peach wartet auf dich. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Hier ist aber noch so ein Pinguin. Wow. Dieses Schloss ist absolut atemberaubend. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Irgendwann wirst du rausgeschmissen. Aber wir gehen erstmal hier in den zweiten Flur. Sei gegrüßt, Mario. Ich bin der Minister dieses Palastes. Es ist schön, dich hier zu wissen. In deiner Gegenwart fühlen wir alle uns sicher. Ja, unsere Zukunft scheint eine strahlende zu sein. Okay, komischer Übersetzungsfehler. Ich komme aus einer Wüstenstadt namens Staubtrockner Vorposten. Dieses Schloss ist für mich wie das Paradies. Einfach... Oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Ich hatte sogar schon eine Audienz bei der Prinzessin. Welch eine Ehre, wenn ich in die Wüste zurückkehre, werde ich jedem davon erzählen. Okay. Und hier ist noch so ein Pinguin. Ich komme als Repräsentant von Biber City. Ich bin dort Bürgermeister. Meine Güte, sieh doch, wie spät es schon ist. Ich muss noch zusammen mit Frosty ein paar Souvenirs besorgen. Okay, er nimmt seine Arbeit ernst, im Gegensatz zu Peach. Aber, apropos Peach, wir gehen jetzt erstmal zu ihr und werden sie hart... Huch, habe ich nicht gesagt. Na komm, wo ist sie denn? Da ist sie. Oh, Mario, du bist gekommen, um mich zu sehen. Du bist so süß. Vielen Dank. Ich wollte gerade etwas ausruhen. Es ist sehr ermüdend, all diese Gäste zu begrüßen. Hier wird uns niemand stören. Wollen wir ein wenig plaudern, nur wir zwei? Wovon ich geredet habe. Heute war ein sehr warmer Tag. Auf dem Balkon ist es sicherlich recht angenehm. Leistest du mir Gesellschaft? Gerne. Oh. Ja, Erdbeben können mal passieren. Ja, ich glaube, das wird erstmal nichts mit der Geflankerei. Hä? Wieso? Wieso sind die jetzt beide dunkel? Ich check das irgendwie nicht. Oh, ist dir was passiert, Mario? Was in aller Welt war das? Oh nein, sieh doch, Mario. Es ist doch noch helllichter Tag, aber ich kann die Sterne am Himmel sehen. Hä, wieso ist jetzt auf einmal alles dunkel? Lange nicht gesehen, Prinzessin Peach. Ja, ich sehe überhaupt nichts. Boah, Alter.
Bowser, das kann nicht sein. Warst du es, der die Erde eben erzittern ließ? Was hast du getan? Ja, das war ich. Ich hab den Palast in den Himmel entschweben lassen. Er sitzt jetzt auf meiner Festung. Damit hast du nicht gerechnet, was? Der Palast befindet sich unter meiner Kontrolle. Jetzt wirst du mir gehorchen. Wie, was? Es ist Mario, was für ein Schock. Ha, nicht wirklich. Ich hab damit gerechnet, dass du deine blöde Nase hier zeigen würdest. Du bist nervig wie eh und je. Unglücklicherweise wirst du diesmal genau gar nichts tun können. Du hast deine Lektion wohl immer noch nicht gelernt, Bowser. Du wirst Mario niemals besiegen. Warum gibst du nicht gleich auf? Es ist schon wahr. Ich hatte früher diesbezüglich ein paar nicht nennenswerte Probleme. Aber diesmal ist alles anders. Diesmal werde ich gewinnen. Okay, du Held, lass uns tanzen. Jetzt ist wieder alles normal. Ich glaube, die Lichteffekte buggen ein bisschen rum gerade. Mario, du kannst es schaffen. Ja, natürlich kann ich das. Momentan können wir aber nur angreifen. Und zwar nur mit dem Sprung. Ihr seht oben meine KP. Das sind meine KP. Meine Leben. Daneben seht ihr meine BP. In Pokémon-Sprache sind... Naja, nee, nicht ganz. Das sind quasi meine Spezialpunkte, die ich für Spezialangriffe eintauschen bzw. einsetzen kann. Dann seht ihr meine Sternpunkte mit 100 Sternpunkten. Also man kriegt nach einem Kampf eine bestimmte Anzahl an Sternpunkten. Und mit 100 kriege ich ein Level ab. Und dann nehmen sie noch meine Münzen. So, jetzt greifen wir aber endlich mal Bowser an. Oh, ein Schaden. Und auch ein Schaden. Also wenn er genauso viel KP wie ich hat, dann dann besieg ich ihn früher. Und nochmal ein Schaden. Guter alter Mario, immer der brave Pfadfinder. Du gehst mir auf die Nerven, du kleine Pestbeule. Aber heute können deine jämmerlichen Attacken gar nichts gegen mich ausrichten. Sieh dir das an. Sieh, was ich aus dem Sternhafen gestohlen habe. Es ist der Sternstab. Dieses nützliche kleine Ding besitzt die Macht, dir jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn ich mir wünsche, dass mich der Sternstab stärker macht, hast du keine Chance gegen mich, Mario. Kurzer Lag irgendwie. No. Wie gefällt dir das, Mario? Mach ich wenigstens auch jetzt 3 Schaden? Ah ja, gar kein Schaden ist auch okay. Ist das alles, was du kannst? Du kämpfst wie ein Mädchen. Das hat gar nicht wehgetan. Ich bin ein bisschen low. Bitte verschon mich. Wie ich es mir dachte. Mario ist für mich kein Gegner mehr. Mir ist die Zeit zu schade, mit dir herumzuplänkeln. Es wird Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Halt dich fest, Mario. Gute Nacht. Was? Ich bin down? Oh nein, Mario, steh auf! Ja, oh ja, ich hab's geschafft. Endlich habe ich meinen Erzfeind Mario besiegt, ja! Ich gratuliere euch zu eurem Sieg, eurer Boshaftigkeit.
seid ein würdiger König. Solange ich den Sternstab besitze, gehen alle meine Wünsche in Erfüllung. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Nun gut. Ich glaube, es ist an der Zeit, Mario zu entsorgen. Er kann ohnehin keinen Schaden mehr anrichten. Oh nein! Mario! Wie bei Super Mario Galaxy. Was übrigens eine ähnliche Situation war, aber jetzt kommt erstmal der offizielle Anfang des Spiels. Von ich glaube, irgendwas ist mit den Texturen schief gegangen. Das Flehen der Sterne. Ich stelle es mal um irgendwie. Und da liegen wir in einem mysteriösen Wald. Wer ist das? Mario Party 8 Spieler, kennen Sie die hohen Sterne? Wurden hier in diesem Spiel, glaube ich, im ersten Mario RPG erfunden. Aber hier haben sie ihren Hauptauftritt. Oh, dem Himmel sei Dank. Zwar scheint er verwundet zu sein, aber er wird sich sicher bald erholen. Oh, aber Bowser hat den Sternstab. Jetzt ist er viel stärker als Mario. Es ist hoffnungslos, alles ist verloren. Beruhigt euch doch, solange wir zusammenhalten, besteht noch immer Hoffnung. Unser Schicksal liegt in Marios Händen. Wir müssen versuchen, ihn wieder zu erwecken. Versammelt euch. Schickt Mario eure Kraft. Puh, das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun. Mario, bitte steh auf, bitte. Wenn ich Kontrolle darüber hätte? Oh, ich glaube, jetzt ist sie nicht mehr in meiner Facecam versteckt. Wie soll ich die sprechen? Ich kann ja nicht jedes Mädchen gleich sprechen. Es hat sich angehört, als wäre hier jemand vom Himmel geblumst. Oh, wer mochte es sehen? Mit so einem richtigen Scheißdialekt. Das rote Hemd, diese Mütze und der Schnurrbart. Sieht fast so aus, als wäre das der einzig wahre und echte Mario. Das kann nicht sein, oder? Der echte Mario, gell? Hey, hey, wach auf! Komm schon! Uff, los! Oh nee, er rührt sich nicht. Oh, was soll ich nur tun? Papa! Gumpa! Gumporio! Und wir wachen in einem Bett wieder auf. Mario, kannst du mich hören, Mario? Ich bin Lobelstar, einer der hohen Sterne. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es geht um die Prinzessin und um das gesamte Königreich. Doch leider habe ich nicht die Kraft, hier mit dir zu sprechen. Mario, du musst zum Sternschnuppengipfel kommen. Bitte, Mario, wir hohen Sterne warten auf dich am Gipfel. Ah!
Nein, ich kann wirklich keine Tauschen. Ich bin so froh, dass du endlich wach bist. Nein, da meine Lunge zerfetzt. Du warst seit Tagen ohne Bewusstsein. Alle waren Krankvorsorge um dich. Dieser Ort hier? Das ist Gumbafurt, ein kleines Dorf westlich von Towtown. Die einzigen Bewohner außer mir sind eine Familie voller Gumbas. Diese Gumbas sind die nettesten Leute, die du dir vorstellen kannst. Sie haben dich gefunden, als du bewusstlos im Wald lagst. Da haben sie dich hierher gebracht, um dich zu pflegen. Da wurden zum ersten Mal nette Gegner eingeführt in diesem Spiel übrigens. Wie ein Stern mit einem Schnurrbart? Ein Stern hat dir gesagt, du sollst zum Sternschnuppengipfel reisen? Nein, ich habe hier keinen Stern gesehen. Und ganz sicher hat niemand dieses Haus betreten oder verlassen. Ich frage mich, ob du nicht geträumt hast. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war es eine Art Nachricht von einem der hohen Sterne. Sie leben im Sternhafen. Der Sternschnuppengipfel befindet sich nahe des Sternhafens. Das ergebe zumindest einen Sinn. Wer weiß, auf jeden Fall bin ich froh, dass es dir wieder besser geht. Die Gumbas würden sich auch freuen, wenn du sie besuchen würdest. Ich kann immer noch nur so langsam laufen. Oh, jetzt konnte ich gerade für eine Sekunde schnell laufen. Hä? Nur in die Richtung hier laufe ich langsam. Nur wenn ich irgendwie quer laufe. Komisch. Also wie ihr seht, es gibt eine Menge Bugs jetzt hier, die ich noch fixen muss. Komisch. Aber erstmal reden wir mit dir hier. Hey Mario, ich bin Gumbario. Ich bin dein größter Fan. Du kannst dir nicht vorstellen, was es für mich bedeutet, dich zu treffen, ehrlich. Okay. Hier ist übrigens ein Speicherblock. Ja, komm, ich weiß, wie die Scheiße funktioniert. Okay, dann würde ich aber sagen, beende ich hier mit dem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Paper Mario. Endlich kann ich die Scheiße wieder hochladen, ohne dass ich das Gefühl habe irgendwie, dass das Projekt unvollständig ist, weil ich früher echt scheiße war. aber ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.